Heute baue ich meine allererste Secret Base auf dem CraftTrick 12 Server. Warum das so besonders ist? Ich möchte dieses Jahr bei so vielen Spielern wie möglich eine geheime Base haben. Und am besten bemerken sie davon gar nichts. Schreibt mir also gerne direkt in die Kommentare, bei wem ich mich als nächstes einnisten soll. Die erste Secret Base kommt allerdings erstmal bei mir ins Zimmer. Es hat einen einfachen Grund. Mein Zimmer ist so vollgestopft. Ich brauche mehr Platz. Und damit ich mehr Platz habe, muss ich hier erweitern. Und erweitern kann ich ganz einfach, nach unten. Weil hier, dahinter, daneben an, wohnt Urutox, der im Übrigen auch... Wieso haben die alle so große Zimmer und nicht so kleine? Also hier wohnt Urutox. Hinter mir, das wäre dann der Raum, den bewohnt eines Tages vielleicht Debitor. Und wenn wir hier nur ein bisschen buddeln anfangen, sind wir bereits in meinem Aquarium. Ich wusste gar nicht, dass ich schon in seiner Base drin bin, in meinem Aquarium. Naja, ihr versteht. Wir müssen also nach unten und wir werden einen einfachen Weg nach unten wählen. Erstmal noch nicht zu fancy, aber glaubt mir, wenn wir mit all unseren Secret Basen durchgehen, haben wir gefühlt jeden Geheimgang, jeden geheimen Zugang mal gemacht. Also schreibt Vorschläge bitte immer in die Kommentare. Ich bin da offen. Ich mache ein bisschen Ordnung hier und überlege mir dann, an welcher Stelle wir am besten unseren geheimen Zugang bauen. Bevor ich jetzt Ordnung mache, ich habe das noch nie in einem Video erwähnt. Wir haben ein Krokodillo bekommen von Janus. Ganz hier eine ganz nette Nachricht geschrieben und ein Krokodillo-Pflegeset bereitgestellt, was allerdings nicht viel bringt, weil es sind keine Spinnenaugen dabei. Und das Krokodillo ist, soweit ich weiß, Spinnenaugen. Das heißt, die werden wir nachher noch besorgen, um das Krokodillo zu versorgen. Aber wir müssen hier Ordnung machen und die Krokodillo-Köttel, die hier überall am Boden rumfliegen, müssen wir natürlich einsammeln. Ich habe schon vorbereitet, ihr habt es wahrscheinlich in der Timelapse vielleicht schon gesehen, es gibt schon einen Eingang in unseren geheimen Bereich. Wir müssen früher später auch noch einen Ausgang bauen. Den würde ich vielleicht sogar, wenn wir es schaffen, so konzipieren. Ja, hier werden wir es nicht können, da ist zu viel Technik drunter. Aber wenn man hier rauskommen würde, wäre natürlich mega. Vielleicht machen wir es so, dass wir hier rausgeschossen werden und dann rausgehen können. Das müssen wir uns jetzt dann gleich in Ruhe anschauen. Der Eingang ist denkbar einfach und ich werde ihn jetzt gleich nutzen. Wir können hier den Kleiderschrank schließen, öffnen die Schalker. Oh, und wir müssen nur richtig stehen. Ich stand gerade nicht richtig nochmal. Wir öffnen die Schalker, stehen im besten Fall mittig und dann fallen wir durch die Schalker durch, ihr kennt das, und landen hier quasi im Keller. Da müssen wir natürlich auch noch so machen, dass wir keinen Fallschaden bekommen, wie auch immer, und sollten hier entsprechend natürlich einen Raum ausheben. Es gibt hier allerdings eine Verbindung, die würde ich ganz gerne machen. Und ich muss ehrlich auch zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wo ich da hinbuddeln muss. Ich buddel gerade so ein bisschen auf gut Glück und habe es auch direkt getroffen. Schaut mal, wir haben hier nämlich auch nicht ultra viel Platz, denn hier drüben, hier beginnt der Arbeitsbereich oder hier ist die Fabrik, unsere allererste Nuka-Cola bzw. Coca-Cola und Nuka-Cola-Klümptum-Fabrik hier. Das heißt, wir werden schauen, dass wir einen geheimen Gang irgendwie bauen werden, der uns... Schwieriger, wenn wir hier dieses Puder als Wand haben, dann müssen wir uns dann... Ah, das ist der, mit dem wird es gehen, okay. Unser Plan wäre, dass wir quasi dann aus unserem eigenen Raum einen Geheimgang haben in die Nuka-Cola-Fabrik. Und das Interessante ist, Klim möchte das Gleiche machen von sich aus, von seinem Zimmer. Das heißt, wir hätten dann auch Klim sein Zimmer und mein Zimmer auch schon über Geheimwege verknüpft. So, ich rede von Geheimwegen und geheimen Zimmern, aber hier ist natürlich noch gar nichts entstanden. Das heißt, ich werde diesen Bereich jetzt irgendwie mal ausbuddeln und mir ein Konzept überlegen, wie wir da die Wände einziehen. Während ich da so gebastelt habe, kam mir eine neue Idee, weil wir haben hier hinten immer noch einen verlorenen Schalker. Der ist wohl irgendwie bei dem Enderdrachenkampf falsch gespawnt und deswegen hier gelandet. Und warum können wir mit dem hier nicht auch einen Geheimgang bauen? Oder einen geheimen Ausgang? Ich werde erst einmal überlegen, den hier zu verwenden, aus meiner Base raus. Also wenn ich lasse mich von dem anschießen und fliege oben raus. Aber irgendwie finde ich die Idee schöner, dass ich hier so einen Slime-Shooter habe und dann direkt wieder oben in meinem Zimmer stehe. Vielleicht machen wir uns einen alternativen Ausgang mit dem Kollegen dann. Das fände ich eigentlich ganz cool. Jetzt widmen wir uns aber erstmal unserem Slime-Shooter. Dafür muss ich erstmal checken, ob ich genug Redstone-Sachen habe. Ich glaube, wir haben nicht genug Redstone. Aber ansonsten haben wir genug Materialien, denke ich. Aus dem Grund einmal Redstone shoppen hier oben in der Trading Hall. Und jetzt ist wieder The Crowcraft gefragt. Schauen wir mal, ob wir die Redstone-Technik da so hingebastelt bekommen, wie wir sie wollen. Und wie viel Platz sie am Ende einnehmen wird. Gehen wir mal runter. Ich muss euch das zeigen. Es ist wirklich cool. Ich liebe das jedes Mal wieder. Ich habe das schon ein paar Mal in so einer Richtung gebaut. Diesmal habe ich noch ein bisschen was verändert, dass der Ausgang noch besser zu ist. Also wirklich nur nach oben, glaube ich. Oder hatte ich das schon mal gemacht? Auf alle Fälle, ich drücke den Knopf und werde hier rausgeschossen. Der Boden schließt sich, als wäre nichts gewesen. Also wirklich so, ich kann auch in meinem Zimmer quasi jetzt auftauchen. So, wenn da jemand beschäftigt ist am Bett, schieße ich mich raus. Hallo!
und kann die Person überraschen. Runterkommen ist noch ein bisschen umständlich mit den zwei Türen, aber macht es vielleicht auch etwas schwerer zu finden. So, das ganze Zeug hier ist gemacht. Jetzt muss man das natürlich schön verkleiden und den Raum irgendwie so gestalten, dass er ansehnlich wird. Die Rückwand, bin ich gespannt, wie sie ausschaut. Je nachdem, wie die ist, kann ich mein Zimmer dann anpassen. Vielleicht lege ich die auch gleich fest und dann überlegen wir uns, ob wir die Höhle hier in irgendeiner Art und Weise erhalten und nutzen. Vielleicht ein kleines Krokodillo-Reservoir. Ich habe einen Plan, wie meine unterschiedliche Secret Base ausschauen soll. Hier, da ist unser Ausgang, den wir gerade gebaut haben. Hier kommen wir hinein und dann haben wir so einen kleinen Vorplatz, der so ein bisschen erhöht ist. Hier schauen wir nach unten. Hier sind lauter Kisten gestapelt, da so ein kleiner Werkbereich. Da haben wir vielleicht ein schönes Bodenmuster oder irgendwas, wo wir unseren Arbeitsbereich haben. Dann geht hier seitlich eine Treppe nach unten. Und von hier aus kommt man auch wieder mit Blick nach noch weiter runter. Treppe weiter runter. Hier unten Geheimgang rein in die große Coca-Cola-Fabrik. Und hier geht es nochmal eine Treppe runter in diesen riesen Bereich. Den bauen wir so aus, dass da ein Krokodilo-Paradies entsteht. Ich habe ein bisschen mehr gemacht, als ich ursprünglich geplant hatte, aber schaut mal, wir haben schon mal die Ebenen eingeteilt. Ebene ankommen, dann hier hinunter und da dann mit so einem kleinen Lager an der Seite, schöne Deckenbeleuchtung und hinten geht es dann in den Berg und in die Höhle über. Dann kommt da natürlich da hinten unser Krokodilo-Paradies hin, aber hier unten, da wäre dann unser geheimer Eingang und schaut mal, wie perfekt das passt. Da würden wir perfekt in unserem Coca-Cola-Startup rauskommen. So, der Plan. Jetzt holen wir aber mal Klim dazu, denn wir müssen einmal die Wände hier finalisieren. Vor allem, dass die da nicht mehr aufgebuddelt werden und unsere Base auffällt. Und zum anderen, ja, dass hier auch was vorwärts geht. Klimmelim. Hallo? Bist du beschäftigt oder hast du kurz Zeit? Nö, ich habe gerade so ein bisschen meine Kisten einsortiert, so ein paar Bücher. So, ich habe Zeit. Ja, dann komm mal mit. Ich muss dir was zeigen und dann direkt was fragen. Ja, Zimmertür zu. Ja, okay. Gut. Ja, wir hüpfen einmal hier runter. Ist immer schneller. Das ist aber ganz hoch. Ja, deswegen haben wir Flügel. Und Coca-Cola. Ja. So, Coca-Cola vielleicht früh, ja. Komm rein. Auf jeden Fall. Zu, weil das darf jetzt natürlich keiner mitgehen. Möchtest du mit mir in den Kleiderschrank klimmen? Das weiß ich noch nicht. Okay, ja, ich komme mal mit, ja. Geht das gemeinsam? Ich habe es noch nie gemeinsam gemacht. Machst du die Türen zu? Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ja. Okay, ja, okay. Und jetzt wird die Schalke öffnen. Komisch. Die Schalke öffnen. Ah, yes. Oha. Herzlich willkommen in meiner Base-Erweiterung. Cool. Ist das Narnia? Es ist Narnia. Ey, der Witz ist, ich hatte einfach keinen Platz in meinem Zimmer oben. Da dachte ich, ich muss was machen. Alle bauen nach hinten. Ich konnte nicht nach hinten, ich konnte nicht nach links. Deswegen nach unten. Und ich brauche... Total ich, ja, das cool. Wird, das wird meine Secret Base quasi. Und hier unten, da hinten, mache ich so ein kleines Krokodille-Reservoir, dachte ich mir. Und der Kollege, ist der schon verplant? Hat den jemand eingeplant, den Kerl? Ja, wir. Das ist der für unsere Fabrik. Den habe ich da extra. Okay, aber soll der in der Fabrik arbeiten? Weil ich hatte noch eine andere Idee. Was denn? Weil wenn man hier irgendwo schaut, hier kommt man ja in sämtliche Räume. Warum machen wir nicht einen geheimen Ausgang, der nur zu erreichen ist, wenn man mit einer Schalke nach oben geschossen wird, dann oben einen Knopf drücken und dann fliegt man so aus einem Loch raus. Das ist cool, aber dann, wenn den jemand benutzt mit Thorns, dann ist der Schalke halt schnell weg, ne? Das ist richtig, ja. So, deswegen bin ich da eher vorsichtig. Das stimmt. Okay, ich lasse den mal für die Runde mal hier einfach noch stehen und mache meinen Krokodil-Reservoir und mauer den ein bisschen ein, dass er nicht nervt. Mhm. Genau, aber ich habe jetzt eine Idee. Wir könnten ja deine geheime... Oh. Hilfe. Leg los, gelöst. Ja, wir könnten ja dein geheimes Ding mit der Fabrik und dann auch mit meinem Geheimraum verbinden. Ich weiß nicht, ob ich es im Video gesagt habe, aber es war genau die Idee, wo ich auch hatte. Ich dachte mir, du baust ja auch einen Geheimweg in unser Ding rüber. Weil bei mir wäre es hier, schau, ne? Also ich dachte mir hier, ich mache irgendwie diese mit so einem Double Piston Extender hier diese zwei Blöcke da rausziehbar. Oder auch hier, je nachdem, was für Wände wir da mal verwenden. Ja, dann haben wir hier natürlich, hier natürlich direkt die Fabrik. Genau. Toll, ja. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Ich glaube, die Wände sind cool. Ich mag sie alle. Aber ich glaube, dass die hier am coolsten sind, weil es ist so ein bisschen billiger. Weißt du, das ist schon so hochwertig, Laminat und so. Aber wir machen ein Start-up. Wir haben noch nicht so viel Kohle, weißt du? So, wir machen den hier. Das stimmt, ja. War so die Überlegung. Ich mag dann machen wir das doch. Und vielleicht machen wir da Tuff unten und oben sogar und in der Mitte Ziegel. Ja. Nice. Man könnte auch zwei Reihen Tuff machen. Tuff sozusagen. Ich glaube, bei der Höhe des Raumes machen zwei Reihen Tuff sogar tatsächlich vielleicht noch mehr Sinn, aber da kann man ja mit rumexperimentieren. Genau. Genau, aber ich würde die Mauern auf alle Fälle mal reinsetzen, weil dann ist das hier hinten mal safe. Ich kann den geheimen Ausgang machen und man entdeckt nicht aus Versehen meine Secret-Zimmer hier. Ja, das stimmt. Ja, cool. Dann mache ich mich da direkt an die Arbeit und wir müssen schauen, dass wir zeitnah
diese... Ja, die Maschinen bestellen. Maschinen, ne? Bestellen, ja, weil... Die müssen ja... Du weißt ja, wie unser Shop läuft, ne? Ja, da, also da kommt man händisch nicht hinterher. Also so, wir haben, sollen wir das schon hinschauen? Ja, gerne. Also unser Startup-Produkt ist tatsächlich heiß begehrt. Ja, wirklich. Ich habe übrigens noch mehr Leute dazu gebracht, auch das Texturenpaket zu installieren. Sehr gut, ja, weil ich habe auch schon, ich glaube so 3, 4 habe ich schon geholt, aber wir brauchen da natürlich alle. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe die auch ein bisschen anders benannt, weil wir haben ja vielleicht ein Markenrechtsproblem, ne, wenn wir das einfach Coca-Cola nennen, dann ist es ja, ne, dann weiß man ja nicht, ob der Name geschützt ist. Ah, und deswegen hast du das, oh, ich sehe, okay, ja. Ja, ich finde die Idee gut. Okay. Falls wir das machen wollen, habe ich mir gedacht, wollte ich dir mal präsentieren. Weil also dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber bei dir hast du es nicht gemacht, bei Nuka-Cola Klümptum. Nee, weil die habe ich ganz am Anfang von meiner Schicht aufgefüllt. Und dann habe ich die aufgefüllt, dann waren die direkt leer nach einer Stunde und dann habe ich wieder neu aufgefüllt. Wir verkaufen zu schnell. Das ist ein Problem. Wir müssen auch irgendwie hier so ein, wenn wir die Fabrik haben, brauchen wir so eine Anlieferung. Und dann müssten wir hier vielleicht einen Anlieferungstruck haben, der das immer bringt, und vielleicht haben wir in diesem Truck dann neue, dass man schnell per Hand wieder auffüllen kann. Aber vielleicht können wir sogar irgendwas machen. Also die können wir von hinten mit dem Trichter ja füllen dann. Ne? Ja. Vielleicht kriegen wir hier auch noch ein System rein. Wir können ja hier seitlich irgendwie zur Wand rein mit 2 Trichtern, zack, zack, dann füllen wir die hier auf. Oder wir bauen hier so einen kleinen Roboter hin. Ja. Der dann hier unten versteckt, dass der auffüllt. Ja, da machen wir irgendwas. Das glaube ich schon gut. Und man kann ja hier drinnen auch im Zweifel noch umbauen. Das ist jetzt nicht irgendwie das ultra aufwendigste Inneneinrichtungsdesign gewesen. Deswegen, wir passen das dann so an, dass es für uns praktisch wird. Ja. Was ich auch schon überlegt hatte, weil bei mir kam schon die Kritik so, das ist ja gar nicht mehr so groß. Ist richtig, der Shop ist gar nicht so riesig, wenn man es dann mit diesen Kaufhäusern vergleicht. Also entweder, wenn die Fabrik steht, machen wir das doppelt so groß nochmal. Oder wir stellen 3 solche Dinge am Shopping District, auch so an jeder Ecke irgendwie. Oh ja, davon zu mehrere zu machen, finde ich natürlich super. Das ist eine coole Idee. Vielleicht kriegen wir ja auch, vielleicht können wir mal gucken, ob wir im KDGAG vielleicht auch einen kleinen Shop bekommen. Da mieten wir so eine kleine Ecke, das wäre natürlich cool. Ja. Ja, klasse, Klimp, ich mache mich an die Arbeit. Wir sehen uns auf alle Fälle heute Abend im Livestream, also weil das Video am Samstag rauskommt. Ah, ja, okay. Dann heute Abend im Livestream. Heute Abend um 20:15 bei mir, genau. Und dann bauen wir weiter, planen weiter und schauen, dass unser Nuka-Cola-Imperium unschlagbar groß wird. Ja, wir müssen die Herrschaft der Softgetränke auf diesem Server übernehmen. Richtig. Damit wäre das Thema abgearbeitet und ich schaffe Rohstoffe ran, dass wir die Wände hier einmal ganz schnell hochziehen und die Fabrikhalle anpassen. Und dann habe ich mit euch noch etwas Besonderes vor. Habt ihr schon mal von den Craftedic Challenges gehört? Wie ihr seht, die Fabrikwand hier hinten ist eingezogen und schaut mal, natürlich ist hier alles fertig eingezogen. Tada, so schaut die Fabrik aus und dahinter befindet sich meine Secret Base. Bisher kann ich den Geheimweg hier nur von innen aufmachen, das ändern wir irgendwann mal, wenn innen drin die Maschinen stehen und wir eine Redstone-Technik gut verstecken können. Ich hatte euch gesagt, ich erzähle euch von den Craftedic Challenges und das machen wir jetzt. Dafür einmal zurück in die Base und hier hineingeschaut. Wir haben hier 3 Papierzettel. Mit diesen Zetteln im Gepäck fliegen wir eine kleine Ecke weiter. Bis zu diesem ominösen Loch hier, wo Netherrack fucking brennen. Und lasst mich euch die Geschichte ganz kurz und knapp erzählen. Ich bin hier auf Lars getroffen, beziehungsweise ist Lars mit mir hierher gegangen. Und das hier heißt CC für Craftedic Challenges. Hier durften sowohl Lars als auch ich jeder 3 Aufgaben aufschreiben und dem jeweilig anderen in den Dropper packen. Dann standen wir hier uns gegenüber und schossen uns gegenseitig die Aufgaben zu. Und ich habe von Lars 3 Aufgaben bekommen. Nummer 1, ich muss eine Schweinewanderung machen, mindestens 1000 Blöcke weit, mit 5 Teilnehmern. Ich muss ein Zelt in sein Zeltlager bauen und wir haben ein Blöcke-Versteckspiel. Da klären wir die genauen Regeln nochmal, wenn wir das wirklich umsetzen. Ich möchte mit euch heute die erste Aufgabe hier lösen und die ist das Zelt in sein Zeltlager. Denn ich habe da eine Info bekommen. Der Ork braucht unbedingt ein Zelt, um meinen damaligen Tod von Lars an mir zu rächen. Schauen wir mal, ob das Ganze klappt. Ich baue das Zelt und dann schauen wir, was der Ork draus macht und danach machen wir unsere Secret Base fertig. Krokos Rückzugsort. Und er ist klein, fein und das genau mit Absicht. Weil man soll hier reinkommen und nur auf diesen 4 Blöcken stehen können. Und warum? Weiß ich nicht. Hat mir der Ork geflüstert. Servus.
Der Ork ist da. Genau, der Ork ist wieder da. Und der Ork hat das nicht umsonst geflüstert, denn wir werden hier eine Falle integrieren, mit der wir es Lars heimzahlen, dass er den armen Kroko damals irgendwo da hinten in ein Loch gelockt hat und zu Tode hat fallen lassen. Ihr hattet verschiedenste Ideen, wie wir mit ihm umgehen sollen, und die meisten endeten mit Tod. Und aus dem Grund machen wir das genau so. Ich habe hier eine schöne, schöne Idee und dafür buddeln wir hier ein bisschen nach unten. Das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist, dass Lars höchstwahrscheinlich schon eine Elytra hat und deswegen wohl nicht so einfach an Fallschaden sterben wird. Ist aber gar nicht nötig. Wir bauen das Ganze so, dass er hier reinfällt und nicht mehr rauskommt. Und dann mit unliebsamen Gästen zu tun hat, die hier unten wohnen. Es ist vollbracht. Schaut mal an, wenn man jetzt hier reingeht und man schaut sich nur um, passiert gar nichts. Allerdings kann man hier auch was lesen. Bau ein Zelt ins Zeltlager. Lars sieht, dass wir seine Aufgabe erledigt haben. Und Lars wird sicher neugierig in die Kisten schauen. Dann sieht er hier, okay, da sind auch die anderen Sachen. Was ist denn hier drinnen? Und kaum öffnet er ein Fass, öffnet sich der Boden und er fällt in die Tiefe. Das ist im Moment noch ziemlich ungefährlich. Man fällt hier rein und es schließt sich oben drüber wieder. Genau. Aber wir müssen natürlich deutlich tiefer fallen. Ich vermute, wie gesagt, nicht, dass Lars an Fallschaden stirbt, weil er einfach zu gut mit Elytra fliegen kann und sich deswegen einfach easy rettet. Das heißt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir machen das schon ein bisschen tiefer und dann füllen wir das Loch mit Monstern auf. So die Theorie. Wir müssen nur hier irgendwo in der Nähe Monster finden oder ein so dunkles Loch buddeln, dass hier tatsächlich von selbst Monster spawnen. Okay, schaut mal, hier sind schon 4 Krokorächer, die ich irgendwie an Ort und Stelle bringen muss. 1, 2, 3. Da war doch noch ein 4. Nicht mich hauen. Ich bin hier nur... Ja, der 4. ist da oben. Da sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich ihn hole. Lass uns die 3 hier sicher unterbringen. Dafür müssen wir sie nur hier hinunterlocken. Alle. Und wir haben dummerweise einen schnellen dabei. Na gut, kriegen wir hin. Komm schon. Mitkommen. Die anderen holen wir gleich. Die haben Name-Tag. Ja, komm. Du musst da ins Loch rein. Du bist besonders gefährlich. Ja. So, 4 Krokorächer sind in Position. 2 könnten wir noch holen. Ich denke, das sollten wir tun, wenn wir noch welche auftreiben können. Und da sind auch schon 2. Das ging tatsächlich jetzt deutlich schneller als gedacht. Wie können die mich da oben runterboxen? Ich dachte, von 2 hoch bin ich sicher. Die Zeiten ändern sich. Boah, das war gerade nochmal knapp. Fast hätten die eine mich hier hineingestoßen. Jetzt bauen wir hier alles ab. Wir haben 6 Krokorächer in Position. Ich würde hier gerne noch Obsidian ranbauen. Und dann ist die Falle absolut scharf. Und ich hoffe, dass die 6 Lars vernichten können, wenn er hier reinplumpst. Weil er kann ja nur immer nach oben fliegen und kommt dann nicht raus. Wir könnten ihn so kriegen. Müssen wir nur selber schauen, dass wir hier rauskommen, um hier unten die Reparaturen machen zu können. So, ich verschließe hier alles, dass man hier auch nichts entdecken kann, wenn man zufällig hier rumbuddelt. Und dann einmal schauen. Ich habe so Schiss, dass ich selber in die Falle tappe, wirklich. Also der Plan ist, man geht hier rein und dann drückt man da drauf. Hier, alles kein Thema. Da kann man aufmachen. Die 2 Kisten nicht öffnen. Wenn man sie dann öffnet... Wäre der Boden weg und man fällt da unten rein. Andere Kiste, gleiches Spiel, seht ihr? Ich hoffe so, wir erwischen Lars so. Das wäre die perfekte Rache. Er ist sicher neugierig, schaut sich das Häuschen an. Dann liest er das. Vielleicht verleitet ihn das einmal mehr, die Kisten da hinten, die Fässer zu öffnen. Wichtig, keiner von euch verrät ihm irgendwas. Dann schauen wir mal, ob wir damit einen Lars gefangen bekommen. Und die perfekte Rache für Krokos Tod, also nicht im Ork. Und damit ist die erste Craft Addict Challenge erledigt. Und was der Ork da gemacht hat, keine Ahnung. Nicht vergessen, wir wissen von nichts. Okay, ich räume mein Zeug hier auf und wir schauen, dass wir ganz flink unsere Secret Base fertig machen. Es ist soweit. Betreten wir... Narnia, unser neues Geheimversteck. Wir nennen es ab sofort Narnia, das finde ich irgendwie eine gute Sache. Durch den Kleiderschrank hindurch kommen wir jetzt in dieses Paradies. Ohne Witz, ich kann förmlich riechen. Ich kann diesen Ort riechen. Der ist frisch, der hat so eine Höhlenluft, aber eine angenehme, eine frische wegen den ganzen Pflanzen. Es ist so, es ist warm, aber trotzdem angenehm, also nicht zu schwitzig. Versteht ihr? Das ist einfach ein mega cooler Ort. Ich bin total begeistert, wie der geworden ist. Die Pflanze... Aus den Kübeln wächst sie raus bis hier rauf. Ich hoffe, ich habe sie gut abgesichert, dass wir nicht bald überall diese Dinger haben. Wer weiß. Wir haben hier natürlich
Coca-Cola Erfrischungsgetränke und Coca-Cola Klimmzug, ganz wichtig. Hier nochmal ein bisschen Deko und ganz, ganz enorm wichtig, unser neues Krokodilo-Paradies. Komm mal mit, Krokodilo. Ja, komm. Du bist so ein süßes... Oh. So, tut nichts. Gut. Schaut mal. Das ist nicht schnell genug. Komm mit. Ja, keiner stresst ein Krokodilo. Na komm. Was braucht ein Krokodilo? Einen Tümpel. Hat's bekommen. Hier liegen schon überall die Krokodilo-Köttel herum. Da, gleich vor lauter Gemütlichkeit eine neue Schuppe gedroppt. So, das ist dein Zuhause. Ich komme dich bei Gelegenheit füttern. Spinnen gibt's hier natürlich auch, so wie du das liebst. Und das soll es heute... Oh, warte, können wir es... Und das soll es heute für die Folge auch gewesen sein. Ich bin sehr happy mit allem, was wir geschafft haben. Bin gespannt, ob der Lars in die Falle tappt. Bin mit diesem Raum mehr als zufrieden. Ich wollte mir einfach mehr Platz schaffen und das habe ich hier wunderschön geschafft. In einem modernen, aber gemütlichen Stil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sehen uns heute Abend, Samstag um 20.15 Uhr im Livestream. Immer dienstags und samstags um 20.15 Uhr. Schaut gerne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!